Ja, hallo Leute, ich bin's wieder, euer Charlie mit einem neuen Film. Ja, ich befinde mich jetzt heute hier auf dem Mittelaltermarkt in Altena und den wollen wir mal besuchen. Ich mache hier ein paar schöne Aufnahmen, was hier so los ist und los war. Und ich würde mich freuen, wenn ihr unten dann den Bottenclub drückt hier mit dem Like und sage dann mal viel Vergnügen mit diesem Film. So, da hinten haben wir eine lecker Biertheke gesehen. Und an diese lecker Biertheke, da gehen wir jetzt hin. So, da kommt das lecker Zeug in die Nipfe. So, hier haben wir das Honigbier. Das ist das Honigbier hier. Wie viel Pilz? Ein Honigbier. Und ein dunkles Bier. Stinke, hast du auch Durst? Ich hab doch meine Flasche auch. Kann das trinken, schön kalt hier. Ja. Aber probier mal. Also Bier trinken wir jetzt hier aus Tonbechern. Aber ist schön kühl und kalt und frisch. Okay. Ist auch lecker Zeug. Du. Ja, hier ist auch ein Akteur hier von dem Mittelaltermarkt. Wo kommt er weg? Aus Herscheid. Aus Herscheid, wunderbar. Was stellt das Kostüm da? Gevatter Tod. Ah, Gevatter Tod. Ja, dann wissen wir das jetzt auch, dass das Gevatter Tod ist. Ja, dann danke ich schön. Bitte, ich nehme aber. Schön, danke. Ja Leute, da sind wir hier einen schönen Stand. Hier gibt es Trinkhörnchen. Alles voll Trinkhörnchen. Die gute Dame hier verkauft die. Alles hier in Altena auf dem Mittelaltermarkt. Kommt vorbei. Ist jedes Jahr zur gleichen Zeit. Ich habe übrigens auch eins gekauft. Prost! Hier haben wir einen Schmied und er zeigt uns jetzt mal, wie das gemacht wird. So. Hier gibt es verschiedene Leckereien und Elixiere.
So, jetzt müsst ihr aufhören, jetzt kommt die Strophe. Denn vor euch stehen zwei Barden, der Schönere ist aus Sachsen. Könnt ihr verraten, wer das ist? Ja, na gut, dann ist der Gescheitere heute aus Bayern ohne Haar, dafür mit Glatzen. Wer übrigens nicht versteht, was er da sagt, man kann sich die Übersetzungen der Texte bei uns im Internet runterladen. La, die Hände! La, und la, 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 la. Ja, ich werde geschoben. Habe einen guten Esel, ist fleißig. Thank you.
Ja, Spider-Man ist auch hier. Verabschiede ich mich von euch. Ich wünsche euch viel Vergnügen mit diesem Film gehabt zu haben. Und wenn er euch gefallen hat, dann drückt mal unten auf Like oder sowas. Ich sage mal Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Charlie.